Die Zellen des Colorado State Penitentiary 2 wurden von Häftlingen gebaut. Im Gefängnisschreibwerk von Freeman. Wir lagern sie hier zwischen, bis sie im CSP 2 eingebaut werden. Sie sind alle fertig. Die Gefangenen haben auch Zellen für andere Unternehmen hergestellt, für Privatgefängnisse und für andere Staaten. Es war, als ob die Gefängnisindustrie die perfekte Lösung gefunden habe. Der Kunde wurde zum Lieferanten und der Lieferant hatte Arbeitskräfte mit Niedrigstlöhnen anzubieten. Konkurrenzlos. Bevor wir die Stadt verlassen sollten, mussten wir noch einer Sache auf den Grund gehen. Die PR-Sprecherin der staatlichen Strafanstalten von Colorado hatte, als sie von der Verwendung der Gefängniszellen berichtete, das Wort Privatgefängnis fallen lassen. Wir mussten ergründen, was sich hinter dieser quasi kommerziellen Partnerschaft verbirgt. Frank Smith traf pünktlich im Riviera Motel ein. Es war unser letzter Tag. Er hatte 800 Kilometer zurückgelegt, ohne Zwischenstopp. Nur aus einem Grund, nur für uns. Nur um uns von seinem wichtigsten Anliegen zu berichten, den Privatgefängnissen. Nennen wir sie lieber Profitgefängnisse als Privatgefängnisse, denn das macht die Sache deutlich und viel verständlicher. Sie verlangen sehr viel Geld für Häftlinge, die meist nur wegen kleiner Delikte einsitzen. Diese Privatgefängnisse verdienen umso mehr, je länger die Häftlinge bleiben. Deswegen beeinflussen sie die Gesetzgebung, damit mehr Leute verhaftet und zu längeren Strafen verurteilt werden. Frank Smith ist politisch engagiert. An allen Fronten im ganzen Land seit 1996. Trotz unzähliger Anfragen an das führende Unternehmen der Branche, das mit vielen Standorten in Colorado vertreten ist, war die Antwort stets kategorisch, unmissverständlich. Ein Standardschreiben. Wenn Canyon City keine gewinnbringenden Gefängnisse besaß, so vermuteten wir sie jedoch an jeder Ecke. Als eine Vielzahl privater Filialen eines öffentlichen Gebildes, mit Fremont County als vorgeschobenem Posten. Öffentlich und privat schienen ineinander überzugreifen und sich den gleichen Markt zu teilen. Das Strafvollzugsbusiness. Die Lobbymacht der Profitgefängnisse ist gewaltig. Die größte Firma in dem Bereich, die Corrections Corporation of America, gibt 300 Millionen Dollar allein für Lobbytätigkeit im Kongress aus. Und dann geben sie die gleiche Summe noch einmal überall im Land aus für Lobbyarbeit in Bundesstaaten und Gemeinden. Privatgefängnisse sind ein Auswuchs des kapitalistischen Traums, alles auszubeuten. Die Arbeitskraft, den politischen Entscheidungsprozess, ohne Rücksicht auf die Menschen, um mehr Profit zu machen. Das Privatgefängnis ist ein hervorragendes Beispiel dafür, genauso wie die Kriegsmaschine. Es entzieht sich jeder Kontrolle, legt niemandem Rechenschaft ab, wird nicht überwacht. Die Abmachung sei folgende. Der private Sektor trägt die Kosten für den Bau der Strafvollzugsanstalten. Im Gegenzug garantiert ihm die öffentliche Hand einen permanenten Warenzufluss. Die Häftlinge. Und nun begann Frank uns von einer Begebenheit zu berichten, die sich in einem anderen Bundesstaat ereignet hatte. Zwei Richter haben 2,6 Millionen Dollar Bestechungsgelder erhalten, weil sie Kinder in zwei Profitgefängnisse geschickt hatten, wegen Bagatelldelikten. Aber die Betreiber verdienten enorm viel Geld an diesen Kindern. Eigentlich hatten sie nichts angestellt. Und wenn, dann nur so harmlose Dinge, dass sie dafür höchstens Nachsitzen verdient hätten.
Stattdessen verbrachten sie Monate oder gar Jahre in diesen beiden Profitgefängnissen. Es war ein Riesenskandal, aber er war sehr schnell vergessen. Schon nach wenigen Wochen hörte man nichts mehr davon. Es war Zeit für unser letztes Treffen. Wir mussten unbedingt mit jemandem sprechen, der aus eigener Erfahrung über Privatgefängnisse berichten konnte. Wir verließen Canyon City, fuhren in die Rocky Mountains und kamen 2 Stunden später hier an. Am Ende der Welt, am Ende der Reise bei Donna Como. 20 Jahre im Knast, 1/3 davon in Privatgefängnissen und eine Stippvisite bei jugendlichen Straftätern. 2 Wochen nach Arbeitsbeginn trat mir ein jugendlicher Straftäter mit dem Fuß an den Kopf, sodass ich fast bewusstlos war. Als ich Anzeige erstatten wollte, sagten sie, nein. Dieser Jugendliche gehörte vermutlich nicht in diese Einrichtung. Er bekam viele Medikamente, um seine Gemütsverfassung zu steuern. Er hätte wohl eher in eine psychiatrische Klinik gehört und nicht gerade in ein Gefängnis untergebracht werden sollen. Aber man ließ mich den Sachverhalt nicht klären, denn wenn die Betten leer sind, kommt kein Geld rein. Deswegen nehmen sie Leute auf, die da nicht hingehören, und setzen ihr Personal täglich Gefahren aus. Donna wurde wegen des psychischen Traumas versetzt. Später arbeitete sie in einem anderen Privatgefängnis, das Schauplatz einer Meuterei wurde. Die Häftlinge protestierten gegen ihre Haftbedingungen. In ihrem Häuschen blättert Donna zurückhaltend ihr Fotoalbum durch. Mir ist klar, dass Staaten und Regierungen vor dem Problem stehen, dass kein Geld da ist, um neue Anstalten zu errichten. Aber es gibt andere Lösungen. Ändert doch das Strafrecht. Das mag der Öffentlichkeit nicht gefallen, aber sei es drum. Es ist auf alle Fälle besser als das, was wir tun. Wir waren sprachlos. Donnas Gesicht drückte auch unser Gefühl aus. Ohnmacht. In der Ferne in Fremont County spielten unsere Freunde, die Flumps, einen Song von Nirvana. Wir drehten uns um, verabschiedeten uns und verließen Prison Valley. Thank you.